Heute fand die zweite Sitzung des Berliner Behindertenparlaments statt. Von den 200 Bewerbungen von Menschen mit Behinderung waren 100 vor Ort. Zahlreiche Senatoren und Senatoren nahmen teil. Der Ehrengast war der Berliner Bürgermeister Kai Wegner. Es wurden über mehrere Anträge abgestimmt. Ja, liebes Präsidium, so machen wir das ja im Parlament, meine Damen und Herren. Erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Berliner Abgeordnetenhaus zum zweiten Behindertenparlament. Und alles, was in Berlin mehr als zweimal stattfindet, ist eine gute Tradition, wie ich finde. Und von daher ist es wichtig, dass diese Tradition auch weitergeführt wird und das zweite Behindertenparlament nicht das letzte ist. Denn dass wir viele Herausforderungen in diesem Bereich haben, wie wird die Stadt noch barrierefreier, wie kriegen wir Hürden weiter abgebaut, wie kriegen wir es hin, dass Lernen, gemeinsames Leben, Arbeiten, aber auch das gemeinsame Wohnen und Leben in dieser Stadt für alle Menschen möglich ist, für Menschen mit und ohne Behinderung. Und hier haben wir gemeinsam noch Herausforderungen zu bewältigen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie alle da sind, die uns Ihre Lebenserfahrungen auch mitgeben können, Ihre Erfahrungen, die Sie tagtäglich im Leben machen. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich freue mich als regierender Bürgermeister auch, dass so viele Senatsmitglieder heute hier sind, die mit Ihnen diesen Diskurs suchen, die Ihre Anregungen aufnehmen und vielleicht auch das ein oder andere Mal widersprechen, aber vielleicht auch das ein oder andere Argument Ihnen mitgeben, was wir in den nächsten Jahren vorhaben, dass diese Stadt für alle lebens- und liebenswert ist, egal ob mit oder ohne Behinderung. Aber ich möchte das sagen, denn zu meiner Linken sehe ich Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien. Und auch das zeigt einmal mehr die parteiübergreifende Wertschätzung und die Bedeutung für diese Thematik in unserer Stadt. Also, worum geht's? Barrieren abbauen, Teilhabe ermöglichen in unterschiedlichsten Bereichen. Es geht darum, Inklusion tatsächlich zu leben. Ich habe immer das Gefühl, wir reden so viel über Inklusion und ich würde mich freuen, wenn wir weiter vorankommen, wenn ich ehrlich bin. Und was für mich ein ganz besonderer Moment war, die Sportsenatorin ist heute nicht da, weil sie krank ist, aber ihr Staatssekretär ist da. Ich kann mich noch sehr, sehr gut, und ich hoffe, es geht Ihnen auch so, an die Special Olympic World Games hier in Berlin erinnern. Eine einzigartige Veranstaltung, ein einzigartiges Event. Und meine Damen und Herren, ich habe schon nach den Special Olympic World Games gesagt, das, was wir hier im Bereich Inklusion auch und gerade im Sportbereich erlebt haben, in den Vereinen, auf den Sportanlagen dieser Stadt, darf mit der Abschlussveranstaltung der Special Olympic World Games nicht enden, sondern im Kern muss es jetzt erst anfangen. Wie kriegst du mehr Inklusion, mehr Barrierefreiheit in den Berliner Sportstätten hin? Wie kriegst du auch die Sportvereine so unterstützt, dass mehr Menschen mit Behinderungen da Teilhabe haben können, mehr im Sport sich engagieren können? Und ich finde, die Special Olympic World Games waren, ja, bestenfalls ein Auftakt, wo wir noch weiter arbeiten müssen. Und das haben wir uns vorgenommen als Berliner Senat. Das Berliner Parlament kontrolliert uns dabei, haut uns manchmal auf die Finger, wenn es nicht ganz so optimal läuft, gibt uns Anregungen, wenn wir zu langsam sind. Und manchmal wünsche ich mir, dass ihr auch begrüßt, wenn wir das ganz gut machen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, darum geht es gar nicht. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich auf den Diskurs mit Ihnen. Uns ist es wirklich eine wichtige Herzensangelegenheit, diese Stadt für alle lebens- und liebenswert zu machen und für alle Menschen in unserer Stadt Teilhabe zu ermöglichen. Darf ich vielleicht noch einen Satz sagen, den hätte ich jetzt fast unterdrückt, den will ich aber gar nicht unterdrücken, weil ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Es ist 3 Jahre, glaube ich, her, da war ich in Grunewald beim Landesverband für Sehbehinderte. Und dort wurde mir gezeigt, welche Auswirkungen die wild parkenden Elektroroller auf unseren Gehwegen haben können. Ich glaube, Sie kennen das alle. Und deswegen haben wir jetzt angefangen, mal bei diesen Scootern, Elektrorollern ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Sie wissen, wir werden die Anzahl der Elektroroller in dieser Stadt halbieren. Und auch hier sage ich, kann es nur ein erster Schritt sein.
Denn wofür wir sorgen müssen, ist, dass diese Elektroroller gerne weiter genutzt werden können. Aber wenn sie eben nicht genutzt werden, müssen sie ordnungsgemäß abgestellt werden. Und sie dürfen nicht zu einer gefährlichen Gehwegfalle für Menschen mit Sehbehinderung oder Menschen älteren Alters oder für wen auch immer. Sie dürfen schlicht und ergreifend keine Gefahr sein für Menschen, die dort drüber stolpern können und sich schwer verletzen. Das haben wir uns vorgenommen im Senat, dass wir das besser organisieren, damit genau diese Gefahrenstellen von unseren Straßen wegkommen. Ansonsten, glaube ich, muss es noch mehr Barrierefreiheit ohnehin auf Straßenkreuzungen und so weiter geben. Da haben wir noch was vor, habe ich Ihnen gesagt. Wir sind noch nicht am Ende, wir sind am Anfang. Aber ich sage Ihnen, das Ziel für diesen Senat ist klar, ein lebens- und liebenswertes Berlin für alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind und ich freue mich jetzt schon auf das dritte Behindertenparlament im kommenden Jahr. Herzlichen Dank und viel Erfolg heute noch. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, danke für diese Botschaft. Das war ja fast auch schon eine Grundsatzrede zur Inklusion im Parlament. Wir nehmen Sie beim Wort und wir hoffen, dass wir gemeinsam mit der Verwaltung, mit den PolitikerInnen und eben auch mit uns Aktiven und den PartnerInnen aus der Zivilgesellschaft diesen Weg mehr Inklusion für alle BerlinerInnen mit Behinderung weitergehen können. Für den Antrag 222 des Behindertenparlaments aus dem Jahr 2022, nämlich den Aktionsplan Medien, Kunst und Kultur entwickeln, haben wir aus Ihrem Haus bisher leider keine Rückmeldung erhalten. Wie werden die Forderungen umgesetzt? Wie wird darüber hinaus der Maßnahmenplan Berlin inklusiv im Abschnitt Kultur und Freizeit umgesetzt, insbesondere im Teilbereich 283 Barrierefreiheit und Inklusion von Kultureinrichtungen? Welche Fortschritte werden hier beispielsweise bei der Implementierung von Möglichkeiten der Online-Ticketbuchung von Rollstuhlplätzen und die Bereitstellung von Audiodeskriptionsangeboten an den Berliner Bühnen erzielt? Und wie wird erreicht, dass in Museen, Theatern, Opern, Orchestern und so weiter mehr barrierefreie Vermittlungsangebote stattfinden, zum Beispiel Führungen und Einführungsveranstaltungen und Workshops? Denn Menschen mit Behinderung haben ja auch ein Recht auf barrierefreie Kulturvermittlung. Dankeschön. Danke für die sehr große Frage mit sehr vielen Teilen. Ich möchte Ihnen allen als Erste die herzlichen Grüße von unserem Senator Joe Cialo ausrichten, der heute nicht da sein kann. Wir haben heute auch einen großen Tag einem anderen Teil der Stadt mit dem freiwilligen Danke. Berlin sagt Danke heute. Wir sind sehr beschäftigt mit beiden Teilen von unserer Senatsverwaltung. Einerseits die Kultur und einerseits gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns hier in Berlin. Wir haben viel zu tun. Und wir freuen uns aber eben auch, dass die gesellschaftliche Zusammenhalt genauso einfließen soll in unseren kulturellen Aktivitäten. Denn wir wollen Kultur machen hier in Berlin für die ganze Stadt. Wir wollen auch, dass alle Menschen teilhaben können an unserem sehr großen, sehr reichhaltigen Kulturangebot. Und dazu gehören viele von den Themen, die gerade in diesem Frage zusammengefasst werden. Barrierefreiheit ist ein Thema, das auf vielen Ebenen zu verstehen ist. Und wir widmen uns diesem Thema mit Ihnen zusammen. Sie zeigen uns auch immer wieder auf, was nicht passt, was wichtig ist und welche Themen wir auch mitnehmen müssen. Und ich freue mich, dass einiges in den vergangenen Jahren vorangegangen ist. Es ist aber genauso, wie der Finanzsenator gesagt hat in seinem Grußwort am Anfang, wir sind mitten auf dem Weg. Und es gibt Dinge, die angestoßen worden sind und die wir auch weiter fortsetzen und fortführen wollen mit Ihnen gemeinsam in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Wir haben ja mit unseren institutionell geförderten Museen, Gedenkstätten, Einrichtungen bildende Kunst sowie mit den Bühnen, mit den Orchestern und mit den Literaturhäusern sowie mit den interdisziplinären Einrichtungen, mit denen sind wir regelmäßig im Austausch. Da gibt es Quartalsgespräche, da gibt es Jahresgespräche und das ist der Moment, wo für uns als Senatsverwaltung die Fragen, die wir haben, die Anliegen, die Sie haben, auch hineingeflossen werden können, hineingeflochten werden können im Einzelgespräch mit den Personen, die die Häuser leiten und die auch dafür verantwortlich sind, letztendlich, dass das in den einzelnen Einrichtungen umgesetzt wird. Wir sehen zu, dass eben diese Thema Barrierefreiheit nicht nur mit Aufzügen, mit Rampen umgesetzt wird, sondern eben auch mit interessanten und, glaube ich, sehr wirksamen
Projekten. Der regierende Bürgermeister hat gerade Sehbehinderung angesprochen und ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Projekt Audiodeskription in die Spielpläne einiges bis jetzt erreichen konnten. Wir haben mit 5 Berliner Spielstätten, Deutsches Theater, Berliner Ensemble, Friedrichstadtpalast, Theater an der Parkaue, unser Kindertheater, Deutsche Oper, es geschafft, mit dem Verein Förderband e.V., da ein großer Dank an diesen Verein und ich freue mich sehr darauf, ganz bald mit Ihnen auch in Kontakt treten zu können und zu diskutieren, wie das weiterentwickelt werden kann. Aber mit diesem Verein zusammen haben wir es geschafft, dass Bühnenwerke mit einem Live-Kommentar für sehbehinderte und blinde ZuschauerInnen eingerichtet werden kann. Darüber hinaus auch noch theaterpädagogische Gespräche, Theaterclubtreffen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass diese Art von Projekt direkt vor Ort in den Theatern umgesetzt wird. Ich sehe, dass es leider in der Pandemie zu einem Einschnitt kam und dass aber in einer zweiten Projektphase mit ganz großem Nachdruck weitergearbeitet wird. Und seit Juni 2022 sind 19 Premieren in den Häusern, die ich gerade vorhin erwähnt habe, und 58 Vorstellungen insgesamt so realisiert worden, dass unsere blinden und sehbehinderten Menschen in der Gesellschaft auch teilhaben können an den kulturellen Angeboten von diesen Häusern. Ich schreite weiter zum nächsten Punkt, den Sie angemerkt hatten, das ist das Online-Ticketing. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig zu verstehen, aus Ihrer Sicht, was es heißt, online ein Ticket zu bestellen, zum Beispiel als Rollstuhlfahrer. Und ich nehme zur Kenntnis, dass es nicht darum geht, nur einen Rollstuhlplatz zu bestellen mit einem Platz für eine Begleitperson, sondern dass Sie auch mit Ihren Familien ins Theater gehen wollen. Sie wollen ja 3 Plätze haben zum Rollstuhlplatz dazu, damit eben nicht nur eine Begleitperson, sondern eben andere Personen Sie begleiten können. Ich habe selbst 2 Freunde, die im Rollstuhl sitzen und weiß genau von diesem Problem. Und das ist ein Problem, vielleicht jetzt auch besonders in der Weihnachtszeit, wo Familien so gerne kulturelle Angebote gemeinsam genießen wollen. Das ist eine Problematik, die wir mit Sicherheit angehen werden. Da geht es darum, teilweise mit den Häusern selbst zu reden, teilweise aber eben auch mit den großen Shared-Ticketen-Online-Institutionen, die im Rahmen der Digitalisierung durchaus in der Lage sein sollten, solche Themen auch mitzunehmen und auch zu ihrer großen Zufriedenheit das umzusetzen. Sie haben auch angesprochen das Aktionsvorhaben, den Aktionsplan. Das Interessante für uns an einem solchen Tag ist, dass wir uns sehr vertieft damit den Themen auseinandersetzen können. Und ich habe mich gefreut, erst einmal die Übersicht zu bekommen, was beschlossen worden ist, was umgesetzt werden soll und dann auch daneben legen zu können, was haben wir erreicht und was haben wir noch vor uns. Ich bin sehr glücklich, Ihnen verkünden zu können, dass wir mit dem Gebäudescan in den Bezirken Gelder eingestellt haben im Haushalt für 24, 25. Das wird ja final beschlossen hier am 14. Dezember, aber dass wir mit diesen Geldern die Möglichkeit haben werden, eine Übersicht zu bekommen, wo hat es gewirkt und wo hat es nicht gewirkt und wo müssen wir nachlagern. Wir haben ja eine ganz große Liste an Gebäude, infrastrukturellen Unternehmungen, die bereits durchgeführt worden sind. Ob das dann im Maxim-Gorki-Theater ist, ob das im Berliner Ensemble ist, im Delphi oder im Kunsthaus Dahlem, Volksbühnen, wo nachgerüstet wird nach und nach. Und der Gebäudescan soll uns dann die Informationen geben, was ist dann tatsächlich noch zu tun. Sie wissen aus Ihrer leidvollen Erfahrung, dass wir in Berlin sehr, sehr viele historische Gebäude haben. Wir haben viele Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Vor allem mit den Kulturbauten ist dies auch der Fall. Und da ist es eine besondere Hürde auch für uns, zu schauen, dass wir gemeinsam mit dem Denkmal es schaffen, die Barrierefreiheit für Sie zu erledigen, dass Sie auch ohne Hindernisse einen kulturellen Besuch wahrnehmen können. Der Gebäudescan wird uns helfen und eine enge Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz wird uns auch helfen, diese Möglichkeiten für Sie zu schaffen. Es ist, wie der Staatssekretär Hochgräber auch schon sagte, es ist ja viel einfacher mit einem Neubau dafür zu sorgen, da gibt es Gesetze, da haben wir wenige Schwierigkeiten, zum Beispiel jetzt mit unserem Neubau mit der Komischen Oper.
Das wird von vornherein genauso geplant, dass es genauso ist, wie es auch sein soll. Und mit den älteren Gebäuden haben wir Herausforderungen, aber die nehmen wir uns an. Und ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Behindertenparlament berichten kann, dass wir viel, viel weiter gekommen sind. Dankeschön. Vielen Dank. Frage in Vertretung, eingereicht von Christian Thoma. Was unternehmen Sie konkret, um die strukturelle Diskriminierung und Entmündigung blinder Menschen im Verwaltungsverfahren zu unterbinden? Was ist der konkrete Zeitplan für eine Digitalisierung, welche papierlose Antragsverfahren ermöglicht? Sehen Sie in einer fehlenden Bereitschaft von Behörden eine Diskriminierung aufgrund Versagung angemessener Vorkehrungen? Ja, bitte. Ich mache das mal von hier. Ich würde auch die Frage beantworten, die ich auch noch übermittelt bekommen habe, zur Barrierefreiheit im Abgeordnetenhaus, die jetzt nicht vorgelesen wird, aber vielleicht eher das fällt, was wir hier beeinflussen können. Verwaltungsverfahren, papierlose Verwaltungsverfahren würde ich vielleicht nur ganz kurz machen. Das ist ein zentrales Thema, angesiedelt direkt in der Senatskanzlei beim Regierenden Bürgermeister im Zuge aller Prozesse, die wir, alle Verwaltungsprozesse, die wir im Moment machen. Das heißt, es ist eine Aufgabe, die wir nicht nur hier im Abgeordnetenhaus natürlich bewältigen müssen, sondern zwischen und mit allen Senats-, Landes- und Bezirksverwaltungen. Und insoweit in der Tat, das Ziel sind papierlose und barrierefreie Verfahren. Aber ich muss gestehen, dass ich zu den einzelnen Aspekten hierzu zu der Frage nichts sagen kann. Das müsste aus der Senatskanzlei vielleicht schriftlich auch im Nachgang, vielleicht gibt es auch schon etwas, das weiß ich nicht genau, aber schriftlich auch im Nachgang beantwortet werden. Ich will aber auch auf die Frage noch eingehen, die an mich übermittelt worden ist, wie wir die Barrierefreiheit im Abgeordnetenhaus weiter umsetzen, insbesondere auch Barrierefreiheit für Menschen mit Hörminderungen. Wir haben im Abgeordnetenhaus in den letzten Jahren doch eine Vielzahl von Dingen unternommen, um das Haus barrierefreier zu machen. Das eine oder andere sieht man hier direkt im Plenarsaal, aber es geht auch um Sprachansagen in den Aufzügen, um Bedientaster in den Aufzügen, um rollstuhlfahrergerechte Treppenaufzüge, insbesondere auch an den Etagen des Hauses, die nicht so für die Öffentlichkeit sichtbar sind, aber natürlich für Mitarbeitende und für der Fraktionen und des Hauses. Es geht um die Automatiksteuerung, die Sie hier sehen bei den Türen, um taktile Treppenstufenkennzeichnungen am Multivisionsräumen. Wir haben Handläufe nachgerüstet, wir haben die Plenarsaaltribünen umgebaut, sodass auch auf den Tribünen Rollstuhlfahrende Platz nehmen können und auch den Multivisionsraum, das ist unten so eine Art Kinosaal, so umgebaut, dass auch dort Rollstuhlfahrerplätze jetzt vorhanden sind, so wie auch in allen Sitzungssälen. Auf den Tribünen oben hier im Plenarsaal gibt es bereits Gehörlosenschleifen. Außerdem, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, in den übrigen Sitzungssälen mobile Gehörlosenunterstützung und wir haben auch behindertengerechte WC-Einlagen eingerichtet und bereits beauftragt, die taktile Bürotürbeschilderung im gesamten Gebäude und ein taktiles Gebäudeleitsystem. Etwas konkreter war noch die Frage gestellt worden, was das Abgeordnetenhaus tut, um auch die Sitzungsräume, in denen also die Ausschusssitzungen stattfinden, barrierefrei für Menschen mit Hörminderung zu machen. Im Moment ist es so, dass die Plenarsitzung gebärdengedolmetscht wird seit einiger Zeit und es zusätzlich für anwesende hörgeminderte Besuchende in den Plenarsaaltribünen feste Gehörlosenschleifen gibt. Damit werden die Akustiksignale aus dem Saal automatisch in die Hörgeräte der Besuchenden eingespeist. Das ist nach außen aber abgeschirmt. In den übrigen Sitzungssälen ist für uns der Einbau von diesen gehörlosen Schleifen problematisch, weil nicht auszuschließen ist, dass auch außerhalb des Hauses dann auf die Schleifen zurückgegriffen werden kann. Deswegen haben wir in den Sitzungssälen jetzt mobile gehörlosen Schleifen. Das sind spezielle Kopfhörer, die bei Bedarf von der Veranstaltungstechnik ausgegeben werden und so die akustischen Signale des jeweiligen Raumes verstärken. Das haben wir jetzt auch schon einmal oder mehrmals im Haus erfolgreich erprobt. Das heißt, Sie merken, dass wir hier in den letzten Jahren sehr stark unterwegs sind, um eben Veranstaltungen aller Art, die im Haus stattfinden, barrierefreier zu machen, Veranstaltungen auch wie heute barrierefreier zu machen, aber auch die ganz normale Zugänglichkeit für Menschen, die sich für den Berliner Politikbetrieb interessieren, mit Behinderung Stück für Stück zu stärken.
bei der Frage, wie gesagt, zum digitalen Antragsverfahren, papierlosen Antragsverfahren, verweise ich nochmal auf eine schriftliche Beantwortung im Nachgang der Sitzung. Herzlichen Dank. Ja, also man muss eine Frage dazu ganz klar sagen, dass ich als blinde Person oft das Problem hatte, also dass erstens die Papierform nach wie vor der Standard ist. Das ist auch im Jahr 2023 in der Berliner Verwaltung der Fall. Und wenn man dann auf ein barrierefreies Antragsverfahren verweist und auf angemessene Vorkehrungen verweist, ist es ich habe es ganz gravierend erlebt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, dass die Verwaltungsmitarbeitenden überhaupt gar nicht wissen, was angemessene Vorkehrungen sind. Und da sehe ich eine wirklich dringende Notwendigkeit, dass in den ganzen Verwaltungsstudien und Gängen und Verwaltungsschulen in Verantwortung des Landes Berlin ein Disability Mainstreaming erfolgt und eine ganz klare Sensibilisierung auf die UN-Behindertenrechtskonvention dort auch in die Curricula aufgenommen wird. Vielen Dank für die wichtigen Hinweise. Ich stelle die Frage in leichter Sprache, aber wann kommt der Partizipationsfonds? Wie wird er umgesetzt? Kann man das Geld barrierefrei beantragen? Wann wird der Beirat eingerichtet? Wie können Organisationen der Behindertenhilfe bei der Vorgabe mitwirken? Wann werden die ersten Gelder ausgezahlt? Dankeschön. Danke Ihnen. Entschuldigen Sie erstmal, dass ich leider nicht vor Ort sein kann, aber der Test heute Morgen war dann spontan Corona-positiv, deswegen per Fern. Ich wäre tatsächlich sehr gern dabei gewesen. Gerade bei dem Thema warten Sie tatsächlich länger auf den Partizipationsfonds und Beschlüsse sind ja auch recht früh gefasst worden. Wir kommen jetzt aber tatsächlich endlich auch in eine Schlusskurve, dass wir das den Partizipationsfonds auch live schalten können. Es ist geplant, dass der Partizipationsfonds zum 1. Februar 2024 eingerichtet wird. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo ein externer Dienstleister die administrativen und zuwendungsrechtlichen Aufgaben für den Partizipationsfonds übernimmt. Aktuell läuft hierzu, wie es dann immer so ist, ein EU-weites Ausschreibungsverfahren. Das hatten wir Ihnen ja auch schon angekündigt. Und seitdem wir im Amt sind, ist das auch recht schnell seinen Weg gegangen. Und für die nächsten beiden Jahre, für den Doppelhaushalt 2024/2025, sind jeweils 350.000 Euro in Partizipationsfonds drin, wenn der Haushaltsgesetzgeber das auch so beschließt. Die Umsetzung des Partizipationsfonds ist ja auch eine Frage gewesen, erfolgt nach den Förderrichtlinien. Und hier ist natürlich ein barrierefreies Antragsverfahren vorgesehen. Der Förderbeirat soll dabei kurz nach der Einrichtung des Partizipationsfonds das erste Mal dann auch schon teilen. Bei der Auswahl der Beiratsmitglieder arbeiten wir bereits jetzt mit dem Landesbeirat für Menschen mit Behinderung zusammen. Und gemeinsam mit den Selbst- und Interessenvertretungen wurde auch die Förderrichtlinie erarbeitet. Dass wir auch hoffen, tatsächlich ein gutes, barrierefreies Verfahren auf den Weg zu bringen. So, jetzt Martin Schulz vom Verein Experience, erfahren mit seelischen Krisen. Ich habe eine Frage oder auch eher als Anregung zu verstehen und ich weiß, dass sie sich auch an die Bezirke des Landes Berlin in erster Linie richtet. Die Frage lautet: Warum gibt es im Inklusionsamt, das betrifft nun das Land Berlin, den Teilhabefachdiensten der Bezirke oder den sozialpsychiatrischen Diensten der Bezirke noch keine PeerberaterInnen? Also Menschen, Betroffene, die Betroffene beraten in diesen Ämtern. Es gibt sie, ich selber bin ja PeerBerater in der EUTB gewesen, dort gab es sie ja schon oder gibt es sie seit 2018, auch gesetzlich vorgesehen durchs BTAG. Ich selber bin jetzt seit 2 Jahren in der Bundesagentur für Arbeit, erster Peer-Berater in einem Jobcenter. Es gibt sie insbesondere in psychiatrischen, aber auch in anderen Kliniken. Warum gibt es sie nicht in diesen Ämtern, wo diese Menschen tatsächlich dann auch sehr zahlreich vertreten sind? Ich kann vom Jobcenter Lichtenberg bestätigen, es hat sich schon sehr bewährt. Die Frage, wenn ich jetzt schon antworten darf. Erstmal ist es, glaube ich, grundsätzlich wichtig, dass alle unsere Behörden sich auf eine Gesellschaft einstellen, die vielfältig ist in allen Belangen.
Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass tatsächlich jede Behörde sich auch auf die Belange von Betroffenen auch einstellt. An der Stelle würde ich da tatsächlich auch, was die Peer-Beratung angeht, auf die EUTB verweisen wollen. Ziel ist es an der Stelle auch, Sie haben gesagt, auch mit gesetzlicher Basis, geregelte unabhängige, in der geregelten unabhängigen ergänzenden Teilhabeberatung, der EUTB, auch die Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung voranzubringen. Und das ist dann auch ein niedrigschwelliges Angebot, sodass bevor Leistungen bezogen werden, im Vorfeld schon konkrete Leistungen und Beratungen stattfinden kann. Und das ist tatsächlich der Ort, wo das stattfindet. Wir haben davon auch von den EUTBs 14 Beratungsangebote in Berlin mit unterschiedlichen Schwerpunkten und versuchen auch natürlich an verschiedenen Stellen von den Erfahrungen zu profitieren. Beispielsweise im Rahmen der Qualifizierung der Teilhabepraxis ist das EUTB-Angebot Bestandteil der Seminare für die Teilhabeplanung. Das vielleicht in der Kürze. Ja, vielen Dank. Martin, möchtest du noch eine Nachfrage stellen? Gerne. Ich hatte das schon erwartet, dass jetzt auf die EUTB verwiesen wird. Und das ist auch ganz fantastisch, dass es die gibt. Aber Entscheidungen werden in Ämtern getroffen. Ich sitze, wie gesagt, selber jetzt in der, ja, ich sag mal, in der Entscheidungsstelle für Menschen, bürgergeldbeziehende Menschen. Und da geht es darum, diese Übersetzungsleistung, so nenne ich es mal, von Menschen mit Einschränkungen und den Sachbearbeitern zu treffen. Und da wäre es sehr viel wichtiger, auch wenn die EUTB natürlich Menschen begleiten darf zu Ämtern, das können die aber gar nicht leisten in der Zahl. Deswegen, dort könnten Arbeitsplätze geschaffen werden in den Behörden für Menschen mit Beeinträchtigungen über das hinaus, was sie natürlich alle anstreben in den Behörden, also inklusiv zu sein. Diese Menschen könnten dort, wie gesagt, eine wertvolle Arbeit leisten. Ich sage nochmal, das wäre das Ziel. Teilhabefachdienste, SPDI, Inklusionsämter mit Peer-Beratenden auszustatten. Nur, dass wir die Anregung tatsächlich da mitnehmen. Aber wie schon erwähnt, ist es wichtig, dass unsere Behörden sich komplett umstellen, bevor wir an allen Stellen sozusagen noch Brücken eigentlich bauen, auch mit den Peer-Beraterinnen. Eigentlich müsste an jeder Stelle eine Behörde in der Lage sein, ordentlich zu beraten und die richtige Sprache. Wann kommt endlich der Tarifvertrag für die persönliche Assistenz? Ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn ich das jetzt richtig deute, weil ich es auch nicht als Frage aufgeschrieben bekommen hatte, habe ich es richtig verstanden, es geht um die Rufbereitschaft bei der persönlichen Assistenz und dass es da noch Probleme gibt. Ja? Genau. Das ist richtig. Genau. Dann versuche ich spontan darauf zu antworten. Wir haben verschiedene Bestandteile, die auch im Rahmen der persönlichen Assistenz und in dem Arbeitgebermodell auch vereinbart wurde zwischen den Tarifpartnern und haben bezüglich der Flexibilitätszulage und der Bereitschaft ähnlich gelagerte Themen. Sie sind nicht ganz identisch, das muss man dazu sagen, ähnlich gelagerte Themen. Wir haben einen Haushalt, der knapp ist. Wir haben jetzt, da will ich den Dank sozusagen auch an die Betroffenen geben, die viel Druck gemacht haben in den letzten Wochen, was das Thema angeht, ob wir die Weisung, die ans Lageso ging, den Tarifvertrag auch umzusetzen, dass es danach aussieht, dass wir über den Haushaltsgesetzgeber die Mittel bekommen, um die Weisung verlängern zu können. Und da ist dieser Punkt auch mit inkludiert, der da heißt, es wird eine Wahlmöglichkeit geben zwischen Rufbereitschaft oder Flexibilitätszulage. Das ist tatsächlich das, was wir auch im Rahmen, wenn das alles so kommt, mit dem Haushalt bewerkstelligen können. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden und auch die Antwort zur Zufriedenheit gegeben. Beabsichtigt auch die Berliner Senatsverwaltungen und insbesondere natürlich auch die Senatsverwaltung ASGIBA, dieses Ziel für sich anzuwenden und wenn nicht, warum nicht? Und wenn Sie es denn anwenden, würden wir gerne wissen, wie viele Stellen das denn wären, die Sie mit dem Budget für Arbeit oder dem Budget für Ausbildung in den Senatsverwaltungen besetzen wollen. Und eine dritte Frage schließt sich da auch an
das Thema, was der Finanzsenator eben in seinem Grußwort erwähnt hat. Es gibt ja die sehr, sehr lobenswerte Regelung seit August 2023, dass die Berliner Verwaltung Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung auch über die Stellenpläne hinaus anstellen kann. Und das heißt also, auch wenn keine freie Stelle in einem Stellenplan vorhanden ist, darf die Senatsverwaltung einen Menschen aus einer Werkstatt beschäftigen. Zum Beispiel auch nach dem Budget für Arbeit oder dem Budget für Ausbildung. Wie viele Menschen wurden denn seit August 2023 in der öffentlichen Verwaltung über diese Regelung zusätzlich angestellt? Uns ist natürlich auch in der Senatsverwaltung, auch in allen Senatsverwaltungen wichtig, dass wir die Quoten, die auch andere erfüllen sollen, dass wir die natürlich auch selber erfüllen und dass auch die Landeseigenen sie erfüllen. Das, was wir beispielsweise machen, was die Senatsverwaltung, deswegen fällt es mir sozusagen auch schwer, Abrufe sozusagen kundtun zu können, weil das ja über das Finanzressort läuft. Deswegen habe ich auch an der Stelle leider keine Zahlen. Wir versuchen, das Thema Menschen mit Behinderung natürlich in verschiedensten Stellen in den Blick zu rücken und auch zu integrieren in unsere Arbeitswelt. Beispielsweise im LAF, das kann ich Ihnen nochmal berichten, da haben wir auch eine betriebsintegrierte Gruppe, die uns extrem unterstützt, und ehrlicherweise sind es tatsächlich immer die glücklichsten Mitarbeiter, weil sie teilhaben können und wissen, was für ein Wert das ist. Und wir gucken, welche Funktionen wir dann noch ausweiten können. Beispielsweise wird das Land mit der E-Akte neue Aufgabenspektren dazu bekommen, wie beispielsweise, wenn wir ein digitales Input-Management, das heißt, Briefe müssen gescannt werden, müssen weitergeleitet werden, verarbeitet werden. Da wird ein neues Arbeitsfeld im Prinzip geschaffen, was mir auch über das LAF vorschwebt, weil wir da Vorreiter sind bei der E-Akte, ob wir nicht eine Einheit dort auch aufbauen können, die dieses Thema übernimmt. Das wäre tatsächlich dann auch etwas, wo eine neue Aufgabe auf das Land zukommt, auf alle Verwaltungen. Wir vielleicht Beispiele, die wir sozusagen auch vormachen können. Ihr könnt Menschen integrieren, die völlig, also eine essentielle Aufgabe auch für die Verwaltung machen werden, sodass wir da eine Verbreitung bekommen. Insgesamt geht es darum, dass wir eine Normalität, die Normalität, die eigentlich sonst auch gelebt wird. Wenn wir uns die Kindergärten beispielsweise angucken, die Kinder miteinander spielen, ohne irgendwelche Hürden in den Köpfen zu haben, und die dann im Laufe des Geschehens, im Laufe der Zeit dann den Kindern eingetrichtert werden durch die Gesellschaft, dass es da Unterschiede gibt, dass man separieren muss und sonstiges, das müssen wir wieder zurücktreten. Das geht tatsächlich durch Beispiele, wo wir einfach deutlich machen, das ist ein völlig normaler Teil unserer Gesellschaft. Die Arbeit wird genauso gemacht. Notfalls muss man sich darüber unterhalten, muss es immer so schnell sein, wie es auch passiert bis jetzt. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir auch einen Wandel in den Köpfen hin, sodass wir weder in der Verwaltung und auch sonst wo das Problem haben, dass Menschen defizitorientiert gleich denken und nicht den Wert sehen, den wir da eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen dann auch haben. Das dazu. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Knubbe, als auch liebe Anwesenden. Es ist so, dass ich komme ja selber aus Treptow-Köpenick, und das ist eine Problematik, die wir nicht nur in Treptow-Köpenick haben, sondern in vielen Bezirken. Weil wir wissen, die Senatsverwaltung für Gesundheit weiß, dass viele Arztpraxen nicht barrierefrei zugänglich sind. Und das wissen wir nicht aus eigener Erfahrung oder Berichten, sondern wir wissen das von der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir bedauern das sehr. Und auch, man merkt auch, dass die Kassenärztliche Vereinigung selber nur verpflichtet ist, Angaben über die Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung zur Versorgung, nämlich die Barrierefreiheit im Internet, zu veröffentlichen. Allerdings haben die Ärzte, die eine Arztpraxis betreiben, nach dem Bundesrecht keine Verpflichtung, keine Pflicht zur Barrierefreiheit, nämlich dazu Angaben zu machen oder die Barrierefreiheit herzustellen. Das Berliner Baugesetz sagt dazu, dass bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, in dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein müssen. Das schließt jedoch die Arztpraxen nicht grundsätzlich ein. Auch gilt dieses Gesetz nicht für Häuser, die vor dem Jahr 2016 gebaut wurden.
Das Grundproblem ist hierbei, dass der Umbau von diesen Häusern, von diesen Zugangsmöglichkeiten häufig sehr teuer ist. Und es gibt eben keine Förderung aus öffentlichen Mitteln oder Mitgliedsbeiträgen der Kassenversicherten hierfür. Die Ärztinnen und Ärzte können das auch nicht mit dem Geld bezahlen, das sie mit der Krankenversicherung, mit der Krankenbehandlung verdienen. Sie wissen wahrscheinlich, dass es Zulassungsausschüsse gibt, die darüber entscheiden, welche Ärztin oder welcher Arzt eine Praxis aufmachen darf. Und da müssen Sie zwar auf die Barrierefreiheit achten, aber nur, wenn eine Praxis ganz neu aufmacht oder umziehen will. Und meistens ist es aber auch so, dass der Arzt, die Ärztin die Praxis einfach nur übergeben möchte an eine Nachfolge. Dann nützt eben auch diese Vorschrift zur Umbau von Barrierefreiheit leider nichts. Dafür, dass alle Menschen, auch Menschen mit Behinderungen, zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen können, ist im Gesetz die Kassenärztliche Vereinigung zuständig, sodass der Senat bislang hierzu nichts genau machen kann. Weil Sie aber auch gefragt haben und weil zum Beispiel auch mit Frau Bentschuk eine Vertreterin im sogenannten Landesgremium nach dem Paragraphen 90a des SGB V existiert, da diskutieren wir das durchaus. Hier erscheinen uns nämlich Förderprogramme als sehr hilfreich. Es wurde einmal im Jahr 2016 diskutiert, ob es eine öffentliche Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau geben könne. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Hebel, an dem die Kassenärztliche Vereinigung hier ansetzen kann. Und das ist auch etwas, was wir mitgeben in diesem Landesgremium, wo die VertreterInnen der Kassen als auch der Ärztinnen und Ärzte sitzen. Okay. Ja, sehr geehrte Staatssekretärin, ich stelle hier eine Frage für Lena Delius. Sie weist auf ein Problem hin einer behinderten Schülerin in Berlin, die medizinische Versorgung in der Schule benötigt und die Behandlungspflege, zum Beispiel bei Katheterisierung, Sondierung oder Hilfestellung wegen Diabetes, kann für diese Versorgung ist keine rechtssichere Regelung getroffen durch die Senatsverwaltung für Bildung. Also hier merken Sie schon, es gibt Überschneidungen. Und sie sagt jetzt, die Tochter muss jetzt in Schöneberg persönlich versorgt werden von den Eltern, weil das nicht geregelt ist. Das heißt, ein Elternteil muss seinen Job aufgeben. Und sie warten mittlerweile seit 3 Jahren auf eine Lösung. Seit 3 Jahren ist dieses Problem in der Berliner Verwaltung bekannt, also sowohl in der Gesundheitsverwaltung als auch in der Schulverwaltung. Und ja, ich kann jetzt hier nur mit Nachdruck Sie bitten, das endlich zu lösen. Bitte, sehr geehrte Frau Ahrens, liebe Frau Delius, für die Sie die Frage gestellt haben, im Sozialgesetzbuch 9 als auch dessen Ausführungsvorschriften ist festgelegt, dass Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen Leistungen erhalten sollen, damit sie gleichberechtigter am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Und ich sage Ihnen, das ist etwas, was uns hier alle eint, die wir hier auf der Senatsbank sitzen und übrigens auch in den Bezirken. Weil hier ist es ein klassisches Thema der sogenannten zweigliedrigen Verwaltung, die wir in Berlin haben. Weil auch um diese Teilhabe zu ermöglichen, über die wir hier reden, arbeiten viele Menschen und Einrichtungen auch mit. Und deshalb braucht es auch jemanden, der das koordiniert. In der Berliner Regierung koordiniert die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Das ist der in Vertretung gerade der benannte Staatssekretär Bosco, der das hier schon vorgeführt hat. Er hat auch die Federführung über die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Und ich möchte nicht, dass Sie oder Frau Delius, Frau Ahrens, Sie das falsch verstehen, aber wir haben eben hier die entsprechende Aufteilung und gleichzeitig stellen wir immer wieder fest, dass wir Problemstellungen haben, die übergreifend sind, und zwar rechtskreisübergreifend, aber vor allem auch themenübergreifend. Meine Verwaltung, das ist die Gesundheitsverwaltung, sie hilft sehr gern damit, zum Beispiel diese Fachfragen auch mit zu beantworten. In dem konkreten Fall sind es aber beispielsweise das bezirkliche Schulamt, nämlich der erste Ansprechpartner. Wenn man dann einen Antrag, ich will das nur mal
illustrieren ganz kurz. Wenn man einen Antrag auf Eingliederungshilfe oder Assistenz stellen will, hier die Begleitung eines Schulkindes durch Pflegekraft oder Krankenschwester, dann sind es schon wieder die Sozial- und Jugendämter. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade drei Ämter, die beteiligt sind unter einer Leitung. Und ich weiß, das stellt Sie nicht zufrieden, aber ich glaube, diese Kommunikation zwischen diesen zwei Ebenen und den drei Fachbereichen ist eine, um die wir uns kümmern müssen. Und deshalb nehmen wir auch diese Anregung aus dem und Ihre konkrete Frage aus dem heutigen Tag mit, um sie fachübergreifend, aber vor allem auch vor Ort zu lösen. So, wir machen jetzt was Fachübergreifendes und geben mal ganz kurz der Senatorin das Wort, weil sie hat sich dazu gemeldet. Bestimmte ergänzende Anmerkungen. Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie einladen, der Fall ist bei mir in der Behörde sehr bekannt und ich weiß, dass viel passiert ist in der Vergangenheit. Ich möchte an der Stelle auch mal sagen, dass das Engagement insbesondere der Familie sehr zu würdigen ist. Ich möchte Ihnen eigentlich nur anbieten, weil ich einige Gespräche geführt habe in den letzten Wochen, dass wir die Pause nutzen und Sie mich direkt ansprechen, dass wir schauen, was ich Ihnen anbieten kann. Ja, sehr schön. Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Senats, sehr geehrte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Meine Fragen gehen an Herrn Marulik, Ihren Staatssekretär für Bauen. Derzeit sind rund 10.000 Nutzerinnen von Rollstühlen, die auf der Suche nach rollstuhlgerechten Wohnungen sind. Nachdem Herr Gebler am 6. November 2023 in der Ausschusssitzung Bau für eine ein für alle Mal klargestellt hat, sind die von Ihnen genannten barrierefreien Wohnungen nicht barrierefrei, sondern nur barrierefrei erreichbar. Da das Instrument von Zuschüssen im Rahmen der Wohnungsbauförderungsbedingungen WFB nicht greift, haben wir folgende Fragen. Wie oft wurde der Zuschuss von 2019 bis heute abgerufen? Wie viele der bezuschussten rollstuhlgerechten Wohnungen werden tatsächlich von Rollstuhlnutzerinnen bewohnt? Warum gibt es keine zentrale Erfassung bzw. kein Kataster von rollstuhlgerechten Wohnungen? Warum wollen Sie trotz vielfältiger Hinweise in der Neufassung der Bauordnung keine Verpflichtung zum Bau von RB-Wohnungen speziell bei Typengenehmigungen verankern? Das wäre die Gelegenheit, dies zu tun. Warum wollen Sie diese ungenutzt lassen? Nur wenn Wohnungsbauunternehmen zum Bau von RB-Wohnungen verpflichtet werden, können sie einen Anfang machen, um unsere prekäre Unterversorgung an RB-Wohnungen zumindest zu lindern. Werden Sie der Klarstellung von Herrn Gebler Rechnung tragen und zukünftig auf die Bezeichnung barrierefrei bei diesen Wohnungen in der WFB und der Bauordnung verzichten, beziehungsweise zum Beispiel barrierefrei erreichbar ändern? Wenn nicht, warum nicht? Auf eine Anfrage von Sager und Lang hat Ihr Haus geschrieben, dass eine nachträgliche Ertüchtigung von Wohnungen zu barrierefreien Wohnungen grundsätzlich gegeben und unproblematisch herbeizuführen ist. Können Sie uns erklären, wie man in fertige Wohnungen Flure und Türe bei tragenden Wänden verbreitern soll? Wir müssen uns kurz fassen, weil sonst haben nur Sie eine Frage und die Zeit wäre dann schon abgelaufen. Wir haben, glaube ich, Ihre Frage verstanden. Genau. Ich habe bloß noch einen Punkt. Und zwar, die Wohnungen, die Sie heute neu bauen, sind der Altbestand von morgen und genauso wenig umbaubar wie der heutige Altbestand. Wie wollen Sie nach dem bisherigen Debakel bei der Umsetzung der UNBRK für mehr dringend benötigte RB-Wohnungen sorgen? Dankeschön. Danke, Thorsten Rutsch. Herr Staatssekretär Marulik, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Gutt, vielen Dank für Ihre doch vielfältigen Fragestellungen, die Sie jetzt hier auch eingereicht haben. In der schriftlichen Form stand drin, dass 10.000 Nutzerinnen von Rollstühlen Wohnungen suchen. Jetzt haben Sie gerade 110.000. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch dass es sich auf die 10.000 bezieht, wo wir sein können als Senatsverwaltung, dass wir derzeit da halt keine belastbare Datenlage haben, dass wir das wirklich auch verifizieren können. Wir wissen, dass es viele Nutzerinnen von Rollstühlen gibt, die eine rollstuhlgerechte Wohnung suchen. Wir sind aber bemüht, halt tatsächlich auch belastbare Daten und dort zu ermitteln und das auch gemeinsam statt mit den ASGIVA und halt auch mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Gesundheit, dass wir da halt eben auch nicht in so einem Graufeld in Zukunft sind, sondern dass wir da auch wirklich richtig zielgerichtet fördern können. Jetzt aber zu Ihren Fragen.
Wie oft wurde der Zuschuss von 2019 bis heute abgerufen? Der Zuschuss aus den Wohnungsbauförderungsbedingungen zur Schaffung von barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbarer Wohnungen wurde mit Stand 30.06.2023 bisher 83 Mal in Anspruch genommen und davon sind jetzt auch schon 33 Wohnungen fertiggestellt. Die Frage 2 bezieht sich auf die tatsächlich von Rollstuhlnutzerinnen bewohnten RBWs und bei den Angaben zur derzeitigen Vermietung von RB-Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus an Rollstuhlnutzerinnen liegen leider keine Daten vor. Die Vermietung an Bedürftige war in der Vergangenheit mangels Nachfrage nicht immer gewährleistet. Zu Ihrer Frage 3, warum gibt es keine zentrale Erfassung bzw. ein Kataster von RBWs? Das ist in jedem Bezirk, also an den bezirklichen Wohnungsämtern, liegt die Erfassung in dem sogenannten Sozialwohnungskataster vor. Das heißt also, es ist dann halt eben auf die bezirklichen Gliederungen halt eben abgeschichtet worden. Dementsprechend gibt es da jetzt kein zentral geführtes Kataster, aber halt 12 bezirkliche Kataster, die von den Wohnungsämtern geführt werden. Zur Frage 4. Die Frage bei der Neufassung der Bauordnung, und da komme ich dann auch auf die Ausführung des Senators Eblers nochmal zurück. Im Bauausschuss am 6.11. hatte Herr Gebler darauf hingewiesen, dass es relativ schwierig ist, eine Quote für R-Wohnungen gemäß dem Standard DIN 118.040.2 festzuschreiben, weil zwar der Bedarf erkannt wird, aber es halt eben in der Pauschalierung für den gesamten Wohnungsmarkt halt eben schwierig ist, das dort festzuleiten. Das heißt aber nicht, weil der Senator das dort gesagt hat, dass wir halt eben nicht weiter daran arbeiten, sondern wir halt eben bei der Quote für R-Wohnungen im Bauordnungsrecht weitere Wege versuchen zu prüfen, wie man das umsetzen kann. Dass wir das da halt auch ernst meinen, haben Sie auch gesehen, dass wir in der Wohnbauförderungsbedingungen 2023 ja auch nochmal die Förderung erhöht haben. Und jetzt ist es in diesem Bereich von 20.000 Euro Förderung, die wir jetzt auch nochmal extra dafür festgelegt haben. Zu Frage 5, der Klarstellung der Begrifflichkeiten, da muss man sagen, die Senatsverwaltung, und das meinte dann der Senator auch, wird die Unterscheidung zwischen barrierefrei nutzbar und barrierefrei erreichbar. Und das ist auch ganz klar abgeleitet aus der Bauordnung und auch aus der DIN 18.040.2. Das heißt also, dass wir da halt eben bei der Wohnbauförderungsbedingung halt weiterhin halt eben von barrierefreien und uneingeschränkt nutzbaren Wohnungen ausgehen, die darüber gefördert werden. Die Anmerkung des Senators bezog sich bei der Erreichbarkeit daran, dass dann halt eben Dinge relativ schnell auch gelöst werden können, wo man erstmal dann wirklich auch als Rollstuhlfahrer diese Wohnung erreichen kann. Zur Frage 6, auf die Anfrage von Sargon Lang, da bezieht sich ja um die Nach- und Umrüstbarkeit von Bestandswohnungen. Und ja, das ist schon klar, dass das da halt irgendwann an Grenzen stoßen kann, gerade wenn die Erweiterung von Flur, Tür, Breiten, Bewegungsflächen an konstruktiven statischen Grenzen halt eben stößt. Die Fragestellung ist in Verbindung mit der geplanten Regelung des Paragraphen 15 Bauordnung Berlin zu betrachten, die die bestehende Pflicht zur Errichtung von barrierefreien, nutzbaren und erreichbaren Wohnungen ab 2025 um eine zusätzliche Quote für nur barrierefrei erreichbare Wohnungen erweitert. Das heißt also, die Aussagen des Senators beziehen sich zu den normalen gesetzlichen Vorgaben, dass es dort eine zusätzliche Quote geben soll. Zur Frage 7, wo Sie angeführt haben, dass es sich um ein Debakel bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention handeln würde. Das sieht natürlich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung anders und ist auch angesprochen, dass eventuell der Artikel 19a in der UN-Behindertenrechtskonvention. Und dort ist verankert, dass Menschen mit Behinderung ihren Aufenthaltsort selbst wählen und entscheiden können, wo und mit wem sie leben und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben. Mit dieser Wahlfreiheit wird vermutlich oft irrtümlicherweise eine staatliche Pflicht zur Bereitstellung entsprechender Wohnungen verbunden. Im Rahmen der Berichterstattung zur Umsetzung der UNBRK, unter anderem mit dem Beitrag zum Teilhabebericht 2019,
und zu den 10 behindertenpolitischen Leitlinien des Landes Berlins zur nachhaltigen Umsetzung der UN-BRK sowie zum Berliner Maßnahmenplan 2020 bis 2025 zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind die von Sennstadt bisher veranlassten Maßnahmen dokumentiert. Der letzte Statusbericht wurde im April 2023 erarbeitet. Gut. Ich hoffe, ich habe, glaube ich, danke, alle Fragen. Ja. Herr Wacholik, Sie sehen sicherlich, also aus Zeitgründen, denke ich, wird Thorsten Gutt jetzt, weil seine Frage auch schon relativ lang war, nicht nochmal intensive Nachfragen stellen. Aber Sie haben sicherlich gemerkt an der Intensität unserer Fragen und der Tiefe, dass wir noch tiefgehenden Erörterungsbedarf im Detail haben und dass wir die Erwartung haben, dass wir eben in den jetzt laufenden Prozessen, und da spreche ich durchaus auch vom Landesbeirat für Menschen mit Behinderung, ne, in unsere Beratungsfunktion des Senats angemessen einbezogen werden und dass, wenn eben auch dieses Schneller-Bauen-Gesetz kommt, zum Beispiel der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung, wie genau wie die Landesbeauftragte, angehört wird, weil unser Detailwissen in diesen Dingen, kann man die Türen nachträglich, ne, breiter machen und zerschießt das nicht vielleicht die Statik? Und wir reden von 70.000 ungefähr rollstuhlnutzenden Personen in Berlin, Tendenz steigend. Genau diese Details müssen wir mit Ihnen erörtern, damit eben auch nachhaltig gebaut werden kann hier in Berlin. Frau Benzow, nehmen Sie diese technische Beantwortung auf die sehr lange Frage als Auftakt dafür, dass wir uns weiter intensiv natürlich auseinandersetzen werden, weil ich glaube, im Plenum hier können wir das gar nicht zu Ende diskutieren, da liege ich Ihnen recht, aber nehmen Sie das als Auftakt und als Start. Jetzt kommen wir zum Thema Arbeit, und zwar mit einem Antrag, der erarbeitet wurde von der Fokusgruppe Arbeit und Beschäftigung, und zwar der Untergruppe inklusiver Arbeitsmarkt. Und verantwortlich für diesen Antrag sind Stefan Schenk von Stadtwerkstatt und Inclusion.org und Katrin Seelisch, die ist Peer-Counselorin bei der Fürst-Donnersmarck-Stiftung zu Berlin. Und vorstellen wird diesen Antrag, der den Titel trägt, mehr Anstrengungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt. Das ist der Antrag 223 des Berliner Behindertenparlaments, Stefan Schenk. Bitte. Ja, nochmal ich sozusagen, und wir haben im letzten Jahr 5 Anträge gemacht. Dieses Mal haben wir uns auf einen beschränkt, haben uns aber versucht, sozusagen auch inhaltlich in sehr tief vorzubereiten. Und wir hatten in der Fokusgruppe Angst, dass wenn wir eigene Visionen beschreiben, dass dann nachher es wieder heißt, das ist nicht realistisch. Und deswegen haben wir uns in diesem Jahr mit dem Berliner Koalitionsvertrag auseinandergesetzt und haben alle guten Ansätze, die im Koalitionsvertrag sind, aufgelistet und unterstützen diese. Allerdings kritisieren wir, dass sämtliche dieser Vorschläge mit dem Wort sollen sozusagen in eine Art Wunschvorstellung gedrängt werden, und wir fordern deswegen, dass diese Ziele mit einem müssen, also es muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass Landesbetriebe und landeseigene Gesellschaften 1% ihrer Stellen mit Menschen, die durch das Budget für Arbeit gefördert werden, besetzt werden. Ich möchte aber vor allen Dingen, oder wir möchten vor allen Dingen auf einen Punkt hinweisen, dass die öffentliche Hand in unserer Meinung nach eben hier in einer Vorbildfunktion sein sollte. Und deswegen finden wir es nicht hinnehmbar, dass sich Unternehmen, die im Besitz des Landes Berlin sind, zu einem großen Teil der Verpflichtung entziehen, mindestens 5% Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Die Abgeordnete Katrin Wahlen hat hierzu eine schriftliche Anfrage gestellt und hat darüber herausgefunden, dass von den 94 dort aufgelisteten Unternehmen im Besitz des Landes, und hierzu zählen auch Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, dass die Ausgleichsabgabe bezahlen, zusammengenommen 650.000 Euro pro Jahr an Ausgleichsabgabe dafür, dass sie nicht genügend Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und ich möchte, weil wir hier ein öffentliches Parlament sind, auch 5
Unternehmen besonders hervorheben, um zu zeigen, wen wir damit meinen. Nämlich zum Beispiel die Handwerkskammer Berlin, die seit Jahren 14.327 Euro Ausgleichsabgabe zahlen, weil sie nicht genügend Menschen mit Behinderung beschäftigen. Die Industrie- und Handelskammer Berlin mit 44.000 Euro. Die Freie Universität mit 134.260 Euro und das im dritten Jahr nacheinander, die sie an Ausgleichsabgabe zahlen. Die Technische Universität Berlin mit einer fast gleich hohen Summe und auch Stadt und jetzt muss ich blättern, sonst sage ich nachher das falsche Unternehmen, das wäre natürlich richtig peinlich. Stadt und Land Facility GmbH mit 30.000 Euro. Und wenn man jetzt den Punkt im Koalitionsvertrag ansetzt, dass geplant ist, dass ab dem 1. Januar 2025 diese Ausgleichsabgabe für die öffentlichen Unternehmen verfünffacht werden soll, reden wir davon, dass eine Universität 650.000 Euro pro Jahr dafür bezahlen muss, dass sie keine Menschen mit Behinderung beschäftigt. Und wir sehen darin einen sehr großen Ansatz, mehr Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen und unterstützen deswegen dieses Ziel. Das ist unser Antrag, der natürlich noch viel länger und viel breiter ist. Ich möchte aber meine Zeit hier nicht überziehen. Danke. Ich sehe da folgendes Problem. Also ich finde es schon wichtig, dass denn irgendwie, sagen wir mal, okay, Arbeitgeber zur Pflicht ist immer so eine Sache. Weil es gibt kleine mittelständische Betriebe, die sich das irgendwie nicht leisten können, Leute irgendwie einzustellen. Also die würden sicherlich irgendwie bestimmt auch Menschen mit Beeinträchtigung einstellen. Nur wie kann man, man muss es irgendwie so tun, dass sie auch finanziell oder irgendwie dabei geholfen wird, irgendeine Art, dass die ja ein anderes Bewusstsein haben. Wenn man es jetzt mit Zwang versucht, irgendwie eine bestimmte Prozenthürde, 5% oder so, oder jetzt sagen wir mal, ihr müsst so viele Leute einstellen, dann besteht die Gefahr, dass die Betriebe oder überhaupt die Wirtschaft dann sagt, okay, so nicht. Weil wir leben nun mal in einer, wir haben hier freie Marktwirtschaft oder eine mit Klammern noch soziale Marktwirtschaft, ne? Und da fühlen sich viele irgendwie dann so, sag ich mal, so angegriffen, ach, das kann ja nicht sein. Man muss irgendwie einen anderen Ansatz setzen, das ein anderes Bewusstsein, vielleicht gucken, wo gibt es schon solche inklusive Unternehmen, die so ein bisschen Vorbilder oder sagen, ach Mensch, das ist ja gut, das würde ich machen, dass die versuchen irgendwie auf eine andere Art und Weise, wenn man das mit Zwang macht, dann denke ich, das würde nach hinten losgehen und die würden weiterhin die Ausgabeabgleich bezahlen. Das ist, ja, man muss gucken, dass man andere Lösungen findet, nicht immer nur mit Zwang und Gewalt und hier macht mal. Es braucht irgendwie einen anderen Ansatz. Das ist sicherlich gut gemeint, das finde ich auch wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch einen allgemeinen Arbeitsmarkt, aber man muss gucken, dass auch die Unternehmen das auch wirklich wollen oder ja, das. Man muss weiter irgendwie da suchen. Danke. Gut, vielen Dank, Dominik. Gerne, Herr Peter. Ich musste auch daran denken, es war ja auch eine Art Inklusionswoche, die wir bestritten haben. Wir waren gestern gemeinsam, auch die Behindertenbeauftragte Frau Braunert-Rümenapf war gestern ja auch da, bei der Verleihung des Inklusionspreises Berlin für dieses Jahr. Und das ist eine Preisverleihung des Landes Berlin, meiner Senatsverwaltung, gemeinsam mit dem Lage so zusammen, was es so in anderen Bundesländern nicht gibt. Und es war auch eine sehr emotionale Veranstaltung. Der Preis, der Inklusionspreis, wird in 4 Kategorien verliehen jedes Jahr. Zum ersten geht es um die Kategorie inklusive Ausbildung. Die anderen 3 Kategorien, da geht es auch um inklusive Beschäftigung in Kleinunternehmen, in mittelständischen Unternehmen und in Großunternehmen. Und ich glaube, das, was wir gestern dort erlebt haben, ist auch eine Ermutigung für viele Betriebe, weil die Betriebe, die diesen Preis bekommen haben, werden natürlich auch mit dem Preis Werbung nach außen machen. Es ist auch dotiert mit einem gewissen Beitrag, um eben in dem Bereich auch Geld in die Hand zu nehmen.
Und das war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und schöne Beispiele, die wir dort erlebt haben. Es ist leider so, dass auch 14 Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention Menschen mit Behinderungen es nicht einfach haben, immer noch nicht einfach haben, einen angemessenen Arbeitsplatz zu finden. Deshalb freue ich mich, dass am Bundestag, auf Bundesebene, der Bundesarbeitsminister ein Gesetz vorgelegt hat. Das Gesetz wurde auch beschlossen, um den inklusiven Arbeitsmarkt auch zu fördern. Das heißt, die Unternehmen, die keine Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen einstellen, müssen in Zukunft ab dem 1. Januar das Doppelte an dieser Abgabe bezahlen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag dafür, um inklusive Ausbildung und inklusive Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch zu fördern. Danke. Ja, vielen Dank.